Okay, Lyon, Atlanta und Nueve de Julio. Los geht's. Zwei Feuerleger und ein, ja, doch recht brauchbares Schlachtschiff. Jeden Fall. Ja, Lyon mag ich sehr Oh, eine gern. Siegfried. Was macht denn bitte eine Siegfried hier in einem. Alter. Ja, wir sind low, low und low tier. Das ist übrigens mein Ziel für unser Projekt. Oh mein Gott, was Siggi. genau? Die Siggi, okay. Was kann die Siggi im Vergleich zur Freddy jetzt besser? Sie trägt den Namen von meinem Opa, den ich als Kind sehr geliebt habe, bis er starb. Allein Gut. deswegen, aus den historischen Gründen heraus. Und ich sammle sie. Aus Heimat verbindenden Gefühlen habe ich mir die Friesland gekauft. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was die Siegfried jetzt besser kann wie die Friedrich. Ich habe sie noch nicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Hätte ja sein können, dass du da ein bisschen Einblick in die Materie genommen hast. Nö, das war einfach nur, wo ich gesagt habe, allein wegen dem Namen will ich sie haben. Und ansonsten gucken wir mal, vielleicht komme ich ja sogar mit ihr zurecht. Das ist so ein bisschen eine emotional sinnfreie Sache, aber wie gesagt. Möchtest du da alleine in nach B fahren? Nö, ich fahre hier einfach mal so ein bisschen in der Gegend rum, sinnlos. Gut. Aber wieso vergleichst du jetzt die Siegfried mit Friedrich dem Großen? Ich meine, das eine ist ein Schlachtschiff, das andere ist ein Oh, Kreuzer. jetzt habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob das jetzt ein Kreuzer oder nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass auch Nee, eine Schlacht nee, das ist ein Kreuzer, Nein, Schiff nein. neun Kreuzer. Genau. Boah. Also Schlachtkreuzer im weitesten Sinne. Ja. Na. Dann wären Aber. wir ja wir bei, auf Gneisenau Scharnhorst als Schlachter und sind im Endeffekt auch nur Schlachtkreuzer, ja. Ja. Schlachtkreuzer. Ja, Wobei ja. die Siegfried zumindest von Punkten her als Kreuzer zählt, die anderen beiden als Schlachter. Ich suche mir noch meine Insel. Wo ist denn hier eine Insel? Die sind alle so hoch, verdammt. Terraforming. Guck mal, mitten in B ist eine Insel. Ja, danke auch. Ich mag dich auch. Ja. Ich bin schon gelb, ich bin schon pink, von daher, da kann ich mehr viel, ne? Pass auf, sonst torpe ich hier. Das will ich sehen. Ich zuerst. Ja, du hast. Ja. So. Ich habe Raketentorpedos. Da kommt Sag mal Friedrich der los. Große. Vorne mit rosa farbenen Wattebäuschen drin. Moment, ich schieße hier rosa Torpedos. Ja, So, 24 Monate, Isabel, was meinst du? Du bist aber in mit 24 Monaten? Geht nicht. immer die Frage, was drin ist, ne? Oh, da ist Hallo eine Insel, auch die von liegt. mir an den Brandenburger und an Schnucki. Hallihallo, ihr beiden. Oh, Huhu. eine Alaska, das erste Schiff, worauf ich zielen kann hier heute. Alles abgeprallt. Abgeprallt und daneben geschossen. Alaska will rückwärts fahren. Na dann. Oh. Warum stirbt jetzt unser? Naja. Weil sie ja da einfach so sinnfrei reingefahren ist in den B. Wow, Da gab es 1400 jemand, der wollte Punkte. mich da reinschicken. B? Nö. Nö, Du nö. hast gesagt, da ist eine Insel, da soll ich mich Na, da hinstellen. ist doch auch eine Insel. Nein. Dass Also da eine Insel ist, als. ist klar. Die Aussage war aber, da ist eine Insel, fahr doch da mal Ich habe hin. nur gesagt, da ist eine Insel. Alles andere ist bei dir im Kopf entstanden. Oh Mann, ich haue auf die Alaska und mache 14.000 und sie haut auf mich und macht irgendwie 20.000.
Na gut, ist ja auch ein Neuner. Wollte gerade sagen, der darf das. Leider ist sie jetzt wieder dicht. Wenn sie dicht ist, kann sie auch nicht mehr zielen. Das musste jetzt sein. Ja, ja. So, ich muss hinter euch herfahren, sonst bin ich hier gleich alleine offen. Fackeln wir bei den Friedel ab. Na, der hat der ja nicht mehr viel. Aber der Schweinepriester. Na gut, dann drehe ich jetzt. Das hat ja keinen Zweck hier. Aber ich wollte auch eigentlich nur zu der Insel da vorne. Also, naja, ich hoffe, du drehst jetzt hier nicht im Gang. Drehe nicht. Nein. Ah! Ich dachte, ich kriege ihn komplett weg. Maß, was gibt das? Och, Bismarck, bist du denn? Was bist du denn für ein Trottel? Iha! Autsch! Nochmal eine Kelle verpasst. Also. Das war nur bedingt intelligent, Bismarck, was du da getrieben hast. Komm schon, Bremsschiff. Disconnected. Hallo, Massa. So, jetzt komme ich ja nichts mehr ran hier. Tja, wir haben noch ein DD und die noch drei. Das macht das Leben nicht unbedingt einfacher. Nicht wirklich, aber sie flüchten. Was ich faszinierend finde angesichts der hohen DDs. Angesichts da, dass wir hier Sechser, Siemer sind und das Achter, okay. Vor allem zwei Massas, die flüchten, also. Oh, und ein Friedrich. Mal ein bisschen Feuer hageln lassen, schon gehört ab. Ein Friedrich der Große, der auch nicht mehr viel hat. Nicht zu glauben hier, echt. Ich muss da näher ran, sonst wird das hier gar nichts. Ah, okay. Hm. Friedrich der Große ist weg. Der ist schon lange weg. Nee, der Zweite. Ja, der Zweite, den hat... Ich habe dem gerade 12 und dann hat die Georgia sich den Rest geholt. Diese Giants, das ist das, was eine Georgia macht. Na, die kann schon echt hart zuschlagen. Vor allen Dingen, sie ist halt extrem gut darin, weil du wegzufahren. Damit sehr schön Kreuzfeuerpositionen aufbauen kannst. So schnell kann der Gegner gar nicht gucken. Da kommt die andere Massachusetts. Ja, ja, ich habe gerade mal versucht, aber die fährt sehr schräg. Zeig mir jetzt brav Breitseite, so wie das sein soll. Ach, 3000 nur. Das ist es noch nicht. Aber die haben immer noch 3 DDs. Das macht mir... Einen davon sieht man nur gerade. Nein, 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 nicht auf mich schießen. Ich bin gar nicht hier. Immer besser auf dich wie auf mich. Genau. Oh. Was für eine Aussage. Ist so. Oh oh,
Da macht jemand Nebel. Ist das jetzt der Nebel unserer eigenen Maß oder nicht? Man weiß es nicht. Advent, Advent, die Masse brennt. Es regnet ja auch Feuer vom Himmel die ganze Zeit. Ja, das war unsere Maß. Ich habe sie aber auch gerade angesteckt. Ja, ich fühlte mich da genötigt, mal ein bisschen drauf zu wirken, wenn die schon so brav zu mir fährt. Wer zieht denn da auf mich, welcher Drecksvogel? Ach, die Messer will sich jetzt rächen. So. Tja, es sieht zwar nicht gut für uns aus. Ach, da kommt auch noch so ein King George an. Da ist der zweite DD. Ja, da kann ich nur leider nichts machen. Nee. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Torpedos auf Steuerbord. Da kannst du wirklich nichts machen. Nein! Da kommt King George rum. Ja. Ich kann es mir jetzt auch aussuchen, von welcher Seite ich beschossen werde. Wir können jetzt in Würde sterben. Ja. Aber die Lyon hält doch was aus. Ja, schon. Aber ich sag mal so, dafür, dass wir hier Low-Tier waren, haben wir uns lange, lange, lange gehalten. Ja, eben. Aber es... Oh, meine Alaska. Ach, kurz war sie da. Na, eine Salbe noch, dann war es das hier. Aber mal gucken, ob ich die im Alaska mitkriege. Die Akatsuki kommt da übrigens, die... Ja, die macht mir gar kein... Die macht mir keine Sorgen mehr. Bis dahin bin ich schon weg. Ach, Mist. Ich dachte, ich könnte die Alaska mitnehmen. So, das war's. Schade. Die hätte ich doch... Ja, na gut, ich hatte nur noch 700 Punkte. Das war jetzt für sie Snack, ne? Aber... Das wollte ich ja damit sagen, die wollte dich auch snacken. Genau, ja, ja, hat sie ja auch, aber... Dann gucken wir mal, was der Kollege macht. Huch. Da. Die Öster will nicht reinkommen hier. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. So viele schöne Schiffe. Das war die Bismarck. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Fühlen Sie sich nicht gestresst, aber es genau. Hängt davon ab, ob... Jetzt wird selbst die Östergötland mutig. Erstaunlich, ne? Jetzt, wie sie alle aus ihren Löchern kommen und angreifen können und... Ja. Wie heißt der bitte? Schwing dein Ding, Kleiner? Ernsthaft? Tatsächlich. Oh Mann. Nein! Das war die Alaska. Haben wir das jetzt gewonnen? Nein. Doch, wir haben gewonnen, ganz klar. Ja. Alter Schwede.
mit der üblen Performance so weit mittig, das kann auch nicht wahr sein. Also ich sag mal, dafür, dass ich absolutes Low-Tier war, habe ich mich bis auf den dritten. Das finde ich okay. Geht.